Torben hasste Weihnachten. Er hasste den Klang von Weihnachten, die seit Jahrzehnten ausgelutschten und sich immer wiederholenden Lieder. Er hasste den Duft von Weihnachten, den Gestank von Glühwein, Plätzchen und Gewürzen. Es widerte ihn an. Genauso wie diese angebliche Besinnlichkeit. Aber am meisten hasste Torben die anderen Menschen. Besonders die, die das Weihnachtsfest liebten und es nicht nur feierten, sondern regelrecht zelebrierten. Es durfte nicht irgendein Baum sein, es musste der Baum sein. Beim Essen reichte es nicht mehr aus, dass es lecker war, es musste besser sein als bei den Nachbarn und bei der Verwandtschaft. Und dann war da noch die Jagd nach den Geschenken. Größer, teurer, besser. Und wehe, man bekam nicht ein Geschenk mit derselben Wertigkeit zurück, wie man es verschenkt hatte. Torben hasste es einfach. Schon im September, wenn einige Bundesländer noch Sommerferien hatten, fand er in den Supermärkten die ersten Schoko-Nikoläuse und Spekulatius. Doch dieses Jahr würde er einen Krieg gegen Weihnachten und die Menschen, die es liebten, führen. Er hatte einen Plan. Er würde die Menschen dazu bringen, Weihnachten ebenfalls zu hassen. Er würde ihnen die Bequemlichkeit entreißen. Torben hatte, seit es die ersten Weihnachtsartikel zu kaufen gab, an seinem Plan gearbeitet. Jetzt im Dezember, wo die Besorgung der Geschenke in der heißen Phase eintrat, würde er zuschlagen. Durch den Onlinehandel waren die Menschen bequem geworden. Sie konnten sämtliche Geschenke und Besorgung von zu Hause und spontan einige Tage vor dem Fest kaufen und erledigen. Doch diese Annehmlichkeit würde er ihnen nehmen. Torben hatte ein Programm, einen Virus erschaffen, das jeden Onlinehandel, egal ob Amazon, Otto oder Zalando, lahmlegte. Er hatte den Virus freigesetzt. Bestellungen über das Internet waren nicht mehr möglich. Die Menschen mussten in die Läden, in die Einkaufsstraßen, ins wirkliche Leben, um die Präsente für ihr perfektes Weihnachten zu besorgen. Am zweiten Adventswochenende wollte Torben sich das Treiben aus der Nähe betrachten. Er ging in die Innenstadt und musste sich durch Menschenmassen drängen. Sämtliche Parkmöglichkeiten waren restlos belegt. Er war mit dem Rad in die Stadt gefahren. Einige Leute hatten die Suche nach einem Parkplatz bereits aufgegeben und ließen ihr Auto einfach mitten auf der Straße stehen. Andere entschlossen sich direkt bis in die Einkaufspage zu fahren, blieben aber in der schieren Menge an Personen stecken. Die ganze Stadt war überfüllt. Torben kam es vor, als ob an jeder Ecke ein Apple Store das neueste Smartphone anbieten würde, nur dass hier die Leute nicht nächtelang brav und aufgeregt warteten. Sie drängten sich und schoben. Regenschirme und Spazierstöcke wurden zu Waffen. Immer mehr Menschen quetschten sich in die bereits überfüllte Innenstadt. Torben kletterte auf eine Litfaßsäule und schaute fasziniert dem Treppen zu. Besinnlichkeit fand er keine mehr in dem Gedränge unter sich. Und auch die angepriesene weihnachtliche Nächstenliebe war nicht mehr vorhanden. Jeder kämpfte für sich und sein Geschenk. Gold, Öl und Wasser waren in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das höchste Gut auf der Erde waren nun das Parfum für die Freundin, die Drohne für den Vater, das Buch für den Bruder und die Spielsachen für die Kinder. Torben sah von seinem erhöhten Platz, wie sich die Leute um die Waren prügelten. Der Einzelhandel war auf diesem Ansturm nicht vorbereitet gewesen. Niemand interessierte sich für den Wassermangel oder den Klimawandel. Die Menschen waren mit weitaus Wichtigerem beschäftigt. Was zählte ein Menschenleben, wenn eben dieser Mensch das Lieblingsparfum der Frau aus einer Douglas-Filiale trug?
Torben konnte von seinem Platz direkt auf einen Store der Parfumkette schauen. Der Laden war mehr als überfüllt. Jeder Viehtransporter glich dagegen einem 6-Sterne-Deluxe-Wellness-Tempel. Die Glücklichen, die eine Tüte mit dem kostbaren Inhalt ergattert hatten, mussten auf ihrem Weg aus dem Laden mit Fäusten darum kämpfen, dass diese in ihrem Besitz blieb. Er genoss den Anblick und die Schreie. Die Schreie der Niedergetrampelten. Torben hätte sich jetzt lieber mit schwarz-gelber Ganzkörpertätowierung und allen erdenklichen Dortmunder Fanartikeln ausgestattet, zu den Schalker Ultras in die Nordkurve gewagt, als einen Fuß in diesen Mob zu setzen. Er war glücklich. Sein Plan hatte funktioniert. Das Fest der Liebe war als solches nicht mehr erkennbar. Überall herrschte Gewalt und Hass. Hass auf die Menschen, die einem das letzte Geschenk vor der Nase weggeschnappt hatten. Die sanfte Weihnachtsmusik, die sonst aus den Läden dudelte, wurde von dem Getöse der Masse verschluckt. Torben sah, dass einige Geschäfte bereits geplündert wurden. Er überlegte, wann die Leute im Douglas wohl dazu übergingen, mit der Ware einfach abzuhauen. Er hörte plötzlich das Bersten von Glas und freute sich schon innerlich, es wären die Schaufenster und auch dieser Laden würde dem Mob zum Opfer fallen. Doch es waren nicht die Fenster, die brachen. Es waren die unzähligen Glasflakons, die von der wütenden Meute zu Boden gerissen wurden. Die mehr oder weniger duftenden Flüssigkeiten ergossen sich über den Boden und die Kleidung der Menschen. Die Situation eskalierte. Mit Bissen, Tritten und zerbrochenem Glas versuchten sich die Leute einen Weg aus oder in den Laden zu schaffen. Einige schmissen mit den Parfumflaschen um sich und deren Inhalt rieselte wie duftender, leicht entzündlicher Regen auf die Masse nieder. Im Gerangel wurden die Kabel der Beleuchtung herausgerissen und an den offenen Enden entstanden Funken. Die billigen Winterjacken aus Polyester, dazu noch mit der alkoholischen Flüssigkeit getränkt, fingen durch den Funkenflug sofort Feuer. Torben hatte mit so einem Schauspiel nicht gerechnet. Umso mehr erfreute er sich an dem Feuer, das im dichten Gedränge schnell von einem Menschen auf den nächsten übergriff. Der gesamte Laden war ein loderndes Entfeuer aus schmelzendem Polyester und brennenden Menschen. Die Schreie der Brennenden gesellten sich zum widerlichen Knistern des Feuers. Aus der Masse im Laden gab es kein Entkommen vor den Flammen. Wie ein brennendes Streichholz, welches man in die Schachtel zu den anderen warf, schlug das Feuer über. Eine Sardinenbüchse, die in Flammen stand. Bald hatte das Feuer den Weg aus dem Laden gefunden und fraß sich auch im Freien durch die Menschen. Torben genoss diese ganz besondere Vorstellung. Er saß immer noch auf der Litfaßsäule und schaute auf seinen privaten Kamin. Dieses lodernde Feuer empfand er als romantisch. Nun hatten die Menschen doch endlich die Wärme, nach der sie sich so sehr sehnten. Sie hatten bekommen, was sie verdienten. Ihre Gier nach Geschenken wurde ihnen zum Verhängnis. Und ihre Bequemlichkeit. Sie wollten sich nicht vom Bett oder Sofa fortbewegen, wollten alles bis in die Wohnung geliefert bekommen. Sie waren es nicht mehr gewohnt, sich für das, was sie haben wollten, zu bewegen. Und vor die Tür zu gehen. Torben fragte sich, ob sie Weihnachten jetzt auch noch so liebten. Ja, bestimmt. Sie brannten förmlich dafür. Die komplette Einkaufspassage war zu einem riesigen Flammenmeer herangewachsen. Zwischen den Häuserreihen zusammengepfercht, menschliche Fackeln ohne den Hauch einer Chance, den Flammen zu entkommen. Es stank nicht nur nach verbranntem Fleisch, sondern auch nach angesenktem Plastik. Der Geruch war widerwärtig. Aber da er im krassen Gegensatz zum üblichen Weihnachtsduft aus Zimt, Apfel und Glühwein stand, beschloss Torben, ihn zu lieben. Oh ja, er konnte nicht nur riechen, wie die Menschen unter ihm bei lebendigem Leib verbrannten. Torben konnte auch riechen, wie Weihnachten aus den Köpfen der Leute ausgebrannt wurde. Sie wurden gereinigt. Genauso wie man eine Wunde mit einem glühenden Stück Eisen ausbrannte. Er liebte diesen Anblick. In der Masse gefangene, loderne Körper.
Ein brennendes Kollektiv. Er liebte diese Geräusche. Das schrille Schreien der Menschen, welche vom glühenden Griff des Feuers umschlossen wurden. Das Knistern und Knacken der Flammen. Und er liebte diesen Duft. Verbrennendes Fleisch und Fett. Schmorendes Polyester, kokelndes Plastik. Torben saß noch lange oben auf der Litfaßsäule und schaute diesem Schauspiel fasziniert zu. Als der Morgen dämmerte, war das Feuer erloschen und er sprang hinunter. Er blickte die Straße hinab. Nichts als schwarze, verkohlte, menschliche Überreste. Langsam bahnte er sich seinen Weg über die Leichen. Die Knochen, auf die er trat, waren durch die Hitze so porös, dass sie in einem grauschwarzen Nebel zerbrachen. Am Ende der Einkaufspassage waren noch ein paar Läden halbwegs intakt. Torben ging in eine von Ruß geschwärzte Dönerbude und schaute auf den Fernseher. Es lief eine Sondersendung. Im ganzen Land gab es Eskalationen, Plünderungen und apokalyptisch ähnliche Aufschreitungen. Millionen Menschen seien umgekommen. Ganze Innenstädte seien zerstört worden. Er hörte der Nachrichtensprecherin gebannt zu. Aufgrund der erschreckenden Ereignisse der letzten Wochen und insbesondere des gestrigen Tages, an dem es in sämtlichen Städten zur nie dagewesenen Gewaltausschreitung gekommen ist, hat die Bundesregierung beschlossen, das Weihnachtsfest und die Weihnachtsfeiertage bis auf unbestimmte Zeit abzuschaffen. Weiter konnte Torben der Dame nicht mehr folgen. Sein Herz machte einen Sprung. Es war zu Ende. Weihnachten gab es nicht mehr. Das Scheißfest der fucking Liebe war vernichtet worden. Er hatte es vernichtet. Torben war stolz. Nie wieder schnulzige Weihnachtsfilme. Keine nervigen Christmas-Songs in Dauerschleife. Ade Weihnachtsartikel im Sommer. Auf Wiedersehen, Weihnachtsmarkt. Und nie mehr Santas hässliches Grinsen. Torben war glücklich. Mit einem zufriedenen Lächeln ging er aus der Dönerbude und machte sich auf den Weg nach Hause. Plötzlich wurde sein Fuß von einer schwarzen, rauchenden Hand umschlossen. Torben blickte auf den dazugehörigen Körper. Dieser war von den Flammen fast vollständig verbrannt worden. Der Kopf war nur noch eine haarlose, schwarz schmorende Masse. Er konnte das leise Betteln nach Hilfe vernehmen. Torben überlegte. Die Adventszeit war die Zeit der Liebe und Hilfsbereitschaft. Und dieses Geschöpf war mit brennender Leidenschaft seiner Liebe zu Weihnachten gefolgt. Torben würde diesem armen Ding helfen. Er hob sein Bein und mit einem kräftigen Tritt zertrümmerte er den verbrannten Schädel der Kreatur. Als er seinen Schuh aus den Knochen splittern und der Hirnmasse zog, begann es zu schneien. Kleine, zarte Flocken schwebten langsam und lautlos auf die rauchende und verbrannte Menschenmasse. Frohe Weihnachten! Lachte er höhnisch schallend und setzte seinen Weg fort.